Ja, moin moin und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von How to Play Star Trek Online. Ich bin wie immer der Speedies und heute geht es um das Dienstoffizierssystem, genau. Das gute alte Duty Officer System, auch kurz DO-System, immer genannt von uns Deutschen. Worum geht es in dem DO-System? Eigentlich relativ simpel. Das DO-System ist neben den ganzen Questreihen im Spiel eigentlich das umfangreichste Spiel im Spiel. Und nicht nur, dass es ein großartiger Zeitvertreib ist, wenn man gerade wieder ein bisschen Leerlauf ist. Es gibt uns zusätzlich noch ganz, ganz viele passive Buffs für unseren Charakter im Boden und im Raum. Und ja, das will ich euch einmal kurz in hoffentlich einem relativ kurzen Video zeigen. Ja, ich habe hier schon das DO-System auf, wie immer macht ihr das dementsprechend hier oben über den Klick auf diesen Button auf oder ihr legt euch einen Shortcut im Menü hier an. Wenn ihr auf die Übersichtsseite kommt, habt ihr als erstes hier eure Übersichtsseite der Dienstoffiziersabteilung, wo ihr verschiedene Ränge von 0 am Anfang bis halt dementsprechend 4 am Schluss bekommen könnt. Diese Ränge füllen sich über das Starten und Abschließen von dementsprechenden Aufträgen, die wir hier drin haben, so wie hier halt sieht man halt, wenn man sich das anschaut, die diplomatischen Aufträge, gibt es halt 241 XP plus ein bisschen Dilithium. Und immer sehr, sehr wichtig, Erfahrungspunkte und Expertise, weil das bringt euch immer wieder vorwärts, wenn es darum geht, Spezialisierungspunkte zu bekommen am alles, was über Level 51 ist für eure Charaktere, dass ihr halt dementsprechend in dem Bereich halt auch vernünftig ausgestattet seid. Das heißt, es bringt euch nicht nur viel Spaß, einen Zeitvertreib, ein bisschen Dilithium, ein bisschen Energy Credits, nein, es bringt euch auch noch zusätzlich Spezialisierungspunkte in eurem System und dazu halt die Fähigkeiten der passiven Dienstoffiziere für eure Schiffe und eure Bodeneinsätze. Was wir hier haben, sind halt die verschiedenen Abteilungen, in denen ihr halt eure Erfahrungspunkte sammeln könnt. Das ist nicht einfach nur so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt halt hier 4 Ränge und alles ist schön und wenn ihr die 4 Ränge voll habt, dann ist es halt auch okay. Nee, Cryptic hat sich da auch ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar gibt es halt für jeden erreichten Rang grundsätzlich erstmal aus jeder Rubrik einen Dienstoffizier. Den könnt ihr euch bei den Lieutenant Ferrer abholen auf der Akademie. Bei dem laufen wir gleich auch nochmal vorbei, weil ich euch da auch noch ein paar Sachen zeigen will, ich möchte. Zusätzlich bekommt ihr verschiedene Titel und ihr bekommt gerade, was den diplomatischen Bereich angeht, für mich eigentlich nach wie vor der interessanteste, zusätzlich Transportpunkte ab Rang 2. Das heißt, ab Rang 2 bekommt ihr einen Transportpunkt zu K7. Das geht im Rang 3 und im Rang 4 gibt es dann den Transwarp zu Deep Space Nine und eine wunderschöne diplomatische Uniform, diese weiße, die ihr aus dem letzten TNG-Film wahrscheinlich kennen werdet. Ja, hauptsächlich hatten sie die alle an bei der Hochzeit von Commander Riker und Lieutenant Commander, nee, Commander Troy war es ja dann mittlerweile schon. Diese schöne weiße Uniform. Wenn ihr den Rang 4 habt, geht mal zum Schneider und schaut euch mal die Uniform an. Man kann sie gut anpassen. Macht echt was her optisch. Das nur so mal nebenbei. Bei den anderen Abteilungen gibt es Titel dazu und halt wie gesagt bei jedem Rang einen kostenfreien Dienstoffizier. Nicht nur einfach einen, sondern ihr könnt euch einen aus einer Rubrik der dementsprechenden Abteilung aussuchen, die dann auch in den höheren Stufen auch höher, qualitativ höherwertig sind. Das heißt, am Anfang ist es halt ein grüner, dann geht es in blau und dann kommt am Schluss dann halt ein lilaner, den man sich aussuchen kann. Diese Varianten haben wir. Zusätzlich haben wir hier, dass man sieht, okay, jetzt habe ich ja eigentlich Diplomatie, wenn ich 100.000 Punkte voll habe, dann bin ich ja mit Rang 4 am Ende, aber ich habe hier 104.000 Punkte. Oder bei anderen 142.000 Punkte. Was ist eigentlich damit? Mit dem Einführen der Flottenbasen ist dort Abhilfe geschafft worden. Es gab hier einen
ein Cap von 150.000 Punkte. Wenn man die erreicht hatte, konnte man hier keine weiteren Erfahrungspunkte sammeln. Man hat die Expertise und XP für den Charakter logischerweise weiterhin bekommen, aber es gab hier keine weiteren Punkte, die hier aufgewertet worden sind. Was ist also passiert auf der Basis, wenn ihr geradeaus reinlauft in eure Basis und dann hinten in den kleinen Raum runter, wo Bank und Post ist? Habt ihr, wenn ihr in den Raum reinkommt, gleich rechts um die Ecke eine Konsole, wo ihr diese Erfahrungspunkte gegen Flottenmarken tauschen könnt. Total geil. Einfach für nichts tun, einfach nur mal zwischendurch ein paar DO-Aufträge starten, hat man dann irgendwann die Möglichkeit, diese Erfahrungspunkte gegen Flottenmarken zu tauschen. Und das auch nicht wenig, weil es gibt, diese Aufträge sind immer pro 10.000 Erfahrungspunkte, pro Abteilung. Kann man diesen Auftrag starten, bis halt man, die 100.000 müssen immer stehen bleiben. Das heißt, wenn ich 109.000 habe, kann ich nicht 10.000 einen Auftrag starten. Gibt das System hier nicht frei. Aber wenn ich 110.000 und einen habe, dann kann ich diese 10.000 Punkte starten. Und dann bekomme ich, wenn dieser Auftrag abgelaufen ist nach 8 Stunden, 75 Flottenmarken für nichts tun. Und wenn ich einen kritischen Erfolg habe, kriege ich sogar 100. Ja, was will ich denn bitteschön mehr? Ja, ich habe hier ein paar DO-Aufträge, die ich dann so nebenbei starte. Seht ihr, hoch? Ich habe hier irgendwie wieder 140.000, habe ich 135.000. Ich habe hier bei dem Charakter schon relativ viel gerade abgeschöpft die letzte Zeit. Ja, dann warp ich einmal kurz zur Basis oder wenn ich eh gerade da bin, laufe ich oben hin, gebe kurz diese Aufträge, starte die kurz und das Thema ist erledigt. Nach 8 Stunden habe ich dann mal eine ganze Handvoll Flottenmarken dazu bekommen. Also nicht zu verachten. Was gibt es neben diesen ganzen Sachen noch? Wir haben, wenn wir auf Mannschaften gehen, einmal unsere ganze Mannschaft. Der Charakter hat jetzt hier wirklich gerade die 500 von 500 maximal voll. Kann ich, wie ich vorher schon sagte, Dienstoffiziere aktiv, in Anführungsstrichen, für passive Fähigkeiten im Raum und im Boden hier hinterlegen. Grundsätzlich gibt das Spiel mir 5 Slots vor, 5 von 5, wie ich sie hier jetzt gerade im Boden auch habe. Im Raum habe ich jetzt 6 Slots, wie kommt das zustande? Mit der Einführung der Flotten Spire, der Sphäre, der Dyson-Sphäre Erweiterung, gibt es die Möglichkeit auf diesem Außenposten der Flottenbasis sich jeweils einen zusätzlichen Dienstoffiziersplatz für den Boden und für den Raum zu kaufen für ein paar Flottencredits und etwas Delizium, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ich jetzt nicht wirklich ein großer Bodenspieler bin, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, habe ich mir halt nur den Platz für den Raum gekauft, weil diese Plätze ja jetzt auch nicht unbedingt die günstigsten sind. Warum das so ist, will ich euch jetzt mal kurz erklären, weil diese 5 bzw. 6 Plätze, die wir haben, die haben es in sich. Weil die uns ganz, ganz viele passive Fähigkeiten geben, wenn wir jetzt im Raum unterwegs sind, in irgendeiner SCF etc. Um unsere Cooldown zu reduzieren, um unsere Schilde oben zu halten, um schneller unsere Waffen abzufeuern etc. Wenn ich mir jetzt den Charakter hier mal anschaue, habe ich jetzt hier zum Beispiel einen Dienstoffizier drauf, der mir halt eine 3%ige Chance gibt, plus 1% kritische Trefferschaden für 15 Sekunden bis dreimal stapelbar. Ja, das ist jetzt mal nicht zu verachten. Und wenn ich da jetzt irgendwie mal 5 Stück von einbauen könnte, dann würde ich sicherlich auch tun, lohnt sich aber nicht unbedingt. Dann haben wir noch einen anderen Offizier, der hier meine Aufladezeit um 7,5 Sekunden verkürzt, bei einer 50%igen Chance. Das ist auch nicht zu verachten, weil umso schneller, umso öfter ich meine dementsprechend Brückenoffiziersfähigkeiten im Kampf nutzen kann, umso mehr Schaden mache ich logischerweise auch. Das gleiche ist bei den technischen Dienstoffizieren. Die technischen Dienstoffiziere, die ich hier eingesetzt habe, die verkürzen die Wiederaufladezeit unserer technischen oder meiner technischen Brückenoffiziere. Nämlich der hier um 8% und der epische um 10%. Und diese beiden Dienstoffiziere hier, die sind sogar komplett kostenlos. Die kriegt ihr durch Kettenaufträge, zeige ich euch gleich nochmal, wie ihr an diese besonderen Dienstoffiziere rankommt. Hier habe ich noch einen dritten, der genau das gleiche tut. Und zwar halt dementsprechend, wenn ihr die Hilfsenergie zur Batterie benutzt als aktive Fähigkeit eines der technischen Brückenoffiziers im Kampf, dann werden
diese DO-passiven Fähigkeiten getriggert dementsprechend. Und dann habe ich noch den Exocomp für die Spieler, die schon ein bisschen länger spielen. Ein bekannter Dienstoffizier. Den gibt es nämlich kostenlos, wenn mal wieder die Duty Officer Wochen sind auf der Akademie. Dann kommt ein besonderer NPC, der steht unten bei dem Lieutenant Ferrer im Gebäude. Und bei dem könnt ihr euch kostenlos pro Charakter einmal diesen Exocomp abholen. Was macht der? Der erhöht euren Schaden von allen Batteriefähigkeiten. Auch nicht zu verachten. 10% hat schon mal macht schon mal richtig was aus, wenn ihr so eine Batterie zündet, dass eure Waffenenergie 10 Sekunden länger oben haltet, etc. Das ist schon alles andere als schlecht. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere DOs, die ihr hier einsetzen könnt. Gibt welche, das ist jetzt sind natürlich jetzt DOs, die ich jetzt hier auf meinem technischen Charakter hinterlegt habe, die halt mich darin unterstützen, ja, so das aktuell mitbekannteste Bild oder wo meist mit dem höchsten Schaden zu verursachende Bild zu buffen, nämlich Beams und Fire at Will mit Aux zur Batterie, was zu Deutsch eigentlich bedeutet, wir ziehen über unsere technischen Rückaufziehsfähigkeiten unsere Energielevel ins Maximum, so hoch wie es halt geht. Zusätzlich als technischer Charakter haben wir den Vorteil, dass jedes Mal, wenn wir eine Notenergie zu, was auch immer, aktivieren, Schilde, Waffen, wie auch immer, haben wir einen Buff von 10% auf alle unsere Energielevel für eine gewisse Zeit. Dazu halt logischerweise einmal das Taktikteam und dann Fire at Will mit eventuell noch im Angriffsmuster Beta drauf. Das ist das, wo man aktuell so mit am höchsten Schaden macht. Und das ist halt das, was diese Dienstoffiziere hier im Raum unterstützen. Das heißt, sie setzen den Cooldown runter von den technischen Brückenoffizieren. Sie erhöhen meine Crit-Chance für meine Waffen. Und der Exocomp sorgt noch dafür, dass ich meine Batterien, die ich im Raum nutzen kann, noch länger benutzen kann. Das ist im Endeffekt so das Grobe, was man zu diesen Dienstoffizieren im Raum sagen kann. Natürlich gibt es vergleichbare Dienstoffiziere auch noch für wissenschaftliche, wenn man sich wirklich einen wissenschaftlichen Charakter erstellt, der auf rein exotischen Schaden ausgelegt ist, gibt es auch hier wunderschöne Dienstoffiziere, die einen zusätzlichen Schaden geben in den exotischen Abteilungen. Dazu könnt ihr euch noch andere Guides anschauen, werde ich sicherlich auch nochmal einen Guide zu machen, weil der Psy-Spielen auf wirklichem Psy-Schiff mit Psy-Fähigkeiten im exotischen Bereich Schaden machen, ist wirklich wunderschön und macht sehr, sehr viel Spaß. Und nicht so wie manche andere erzählen, es gibt nur den taktischen Captain auf einem am besten Kreuzer aktuell mit nur Beams und nur Fire at Will. Nein, es macht noch andere Sachen Spaß. Einfach mal austesten. Gut, so viel dazu. Ich wollte gar nicht so viel ausschweifen. Aber das sind halt die Dienstoffiziere, die wir im Raum nutzen können. Gibt es noch welche für den Boden? Darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil da würde ich sicherlich nur sehr viel Schwachfug erzählen. Weil ich mich da nun mal stumpf überhaupt nicht drin auskenne. Ich habe welche eingesetzt, wo ich meine, sie würden vielleicht ein bisschen helfen, die ein bisschen was geben. Das könnt ihr euch in Ruhe anschauen oder vielleicht von einem Spezialisten für den Boden mal erklären lassen. Das ist der kleine Ausflug, was unsere Dienstoffiziere uns im Kampf unterstützen, wo sie uns unterstützen, wie sie uns unterstützen können. Jetzt zurück einmal zu unseren Aufträgen im DO-System. Und zwar habe ich jetzt hier schon die Aufträge, die abgeschlossen sind, die ich jetzt noch nicht abgegeben habe. Warum habe ich sie noch nicht abgegeben? Damit ich euch mal zeige, was so immer mal rumkommt. Für einfach nebenbei mal so ein paar DO-Aufträge starten. Es ist wunderschön, wenn man das denn sieht, was da eigentlich so, ja, für fast nichts tun eigentlich so rumkommt an EP. Was für mich mit die wichtigsten sind, sind einmal die Kolonisierungsaufträge.
wo wir 5 Kolonisten reingeben und bekommen, hier habe ich sogar einen kritischen Erfolg, nicht nur 1000 Dilithium, sondern wir kriegen 1500. Jö, so muss das sein. Und 1300 Erfahrungspunkte. Und 1447 Expertise, auch das ist wunderbar. Dazu logischerweise mache ich immer, soweit ich denn diese Schmuggelware habe, immer die Schmuggelware tauschen. Dafür gibt es halt immer 2000 Dilithium. Das Ding kann auch nicht fehlschlagen. Das ist immer eine hundertprozentige Chance. Dann sieht man hier, ich habe hier neue Dienstoffiziere angefordert. Auch das zeige ich euch gleich nochmal kurz. Einmal, dass ihr mal seht, hier oben ist mein Balken. Er ist jetzt bei der Hälfte dieses aktuellen Levels. Ich gebe jetzt mir diese 17 Aufträge ab. Dass ihr mal seht, was da so rumkommt. Die kann ich nicht abgeben, weil ich habe zu viel. Das heißt, ich habe mal spontan 4000 Dilithium-Erz bekommen. Erfahrungspunkte ohne Ende. Expertise. Hier ist es jetzt nur knapp ein Balken weiter gelandet, wandert, weil ich nicht so viele Aufträge hatte, die kritisch abgeschlossen sind. Aber wenn ihr dazu noch, wie jetzt hier bei mir aktuell, das Admiralitätssystem einmal abschließt, dann solltet ihr eigentlich ein Level voll haben. Das mache ich jetzt nicht, weil ich meine Expertise für den Romulanische schon voll habe. Obacht auch hier kurz nebenbei. Jedes dieser drei Abteilungen hat ein EP-Cup pro Tag von 10.000 EP. Das heißt, wenn ihr so wie ich relativ viele Schiffe habt, weil ihr schon ein paar Tage länger spielt eventuell, und diese 7-8 Aufträge immer am Laufen habt, kommt ihr teilweise bei 4-5 Aufträgen schon an diese 10.000 EP-Cup dran. Gebt nicht mehr ab, lasst den Rest für den nächsten Tag stehen. Es sind verschenkte Erfahrungspunkte aus. Es ist jetzt irgendwas, was ihr unbedingt ein bisschen Dilithium oder sowas braucht, was hier drin gerade zum Abgeben bereitsteht. Ja, bevor ich jetzt hier dann weitermache, starte ich natürlich wieder ein paar neue Dienstoffiziersaufträge. Und zwar, welche starte ich eigentlich persönlich immer? Ich persönlich starte eigentlich immer im persönlichen Bereich. Gehe ich hier rein und gucke, was gibt es denn? Und alles, was hier grün ist, gibt mir nochmal zusätzliche Buffs im Raum oder am Boden. Der hier gibt mir jetzt noch zusätzlichen Buff auf Gegenmaßnahmesystem. Ja, natürlich nehme ich so einen Auftrag mal an. Ist doch egal. Hier ein 6-Stunden-Auftrag, der mir einen Buff auf Hüllenpanzerung gibt. Klar nehme ich sowas an. Warum soll ich sowas nicht annehmen? Ist doch total cool. Und hier wieder was. Antrieb. Hier habe ich wieder eine, der mir was auf Beweglichkeit gibt. Warum nicht? Der gibt mir jetzt nichts an Buffs zusätzlichen über Zeit, aber er gibt mir halt 425 EP. Nehme ich doch immer mit an, ist doch gar kein Problem. So, dann mache ich das mal zu und ich stehe hier gerade schon wieder auf dem ESD bei unserem tollen Sicherheitsoffizier, der übrigens auf jeder Sternbasis der Föderation und auch der Klingonen steht. Hier könnt ihr für die Schmuggelware übergeben, indem ihr halt 5 Schmuggelware habt. Und dafür, wie eben schon gerade abgegeben, diese 2000 Dilithium-Erz bekommt. Das ist ein Auftrag, der läuft 4 Stunden. Einfacher kann man an sich sein Dilithium gar nicht zusammenbekommen. Dann gehe ich auf aktuelle Karte. Diplomatie nehme ich immer mit an, weil es sehr viel EP gibt für den diplomatischen Bereich. Und wie gesagt, alles was viel EP ist, nehmen wir mit, weil das können wir später gegen Flottenmarken tauschen. Das gleiche hier, 651, das ist ein Auftrag, den ich eigentlich auch mal mitnehme. Dann gucke ich hier immer noch so durch, ist hier jetzt noch irgendwas Besonderes? Das ist ein 72-Stunden-Auftrag, den nehme ich eigentlich nie an, weil der mir persönlich immer zu lange geht. Dafür gibt es andere, die kürzer sind, die fast das gleiche an EP gibt. Diese Aufträge kann man auch mit starten, wenn man das möchte. Gibt natürlich, ist natürlich ganz praktisch. Latinum ist immer ganz gut, besonders für Sommer-Event. Was jetzt ja wieder kurz bevorsteht, wir haben heute den 4.5.2016. Das heißt, in 3 Wochen, gucken wir doch mal kurz in den Kalender rein, dafür haben wir noch, geht das nächsten Monat. Und zwar am Donnerstag, wenn wir uns das hier mal angucken, sollten wir eigentlich draufklicken können, geht nicht. Macht er das nicht? Ist doof, weil es hier überlappend ist mit dem kristallinen Event. Ein bisschen doof, aber am Donnerstag, den 9. Juni, geht es los mit dem Sommer-Event. Und alles, was ihr auf Risa so an Sonnenbrillen kaufen könnt, etc., das gibt es für
Continuum. Und das ist halt auch eine ganz gute Variante, dann über die Zeit einfach zwischendurch ein bisschen Latinum zu sammeln. Natürlich wieder gute EP und auch hier wieder Expertise für die dementsprechende Rubrik. Dafür braucht man drei Formwandler-Amulette, relativ günstig mittlerweile dadurch, dass es die Alien-Artefakte nicht mehr gibt, wo man früher seinerzeit mit die MK-12-Konsolen bauen konnte, die es pre-Delta Rising nicht gab. Außer an Zuwahlsdrop im Kerat oder halt, wenn man sie besonderen Dienstoffiziersaufträge gebaut hat. So. Das ist das in der Übersicht. Dann gehe ich nochmal kurz in die Abteilung rein. Auch hier haben wir wieder die verschiedenen Brücken. Ihr könnt hier eure eigenen Brückenoffiziere einsetzen, wenn ihr das wollt. Hier habe ich jetzt, sind automatisch die eingesetzt. Warum auch immer, weiß ich gar nicht wieso. Aber das ist im Endeffekt Spielerei. So wie ihr sie hier einsetzt, so sollten sie, in Anführungsstrichen, auf eurer Brücke dann später auch, wenn ihr auf eure Brücke beamt, an den verschiedenen Posten sitzen oder stehen. Funktioniert leider nicht immer, aber naja, was soll's. Dann haben wir diese Einsatzoffiziere. Hier sehe ich schon wieder, aha, hier haben wir schon wieder das Kolonisieren mit den 5 Zivilisten, auch hier gibt es wieder 500 Elites im Erz und ganz gut EP. Dazu müssen wir halt dementsprechend noch 5 Vorräte und einmal die medizinischen Vorräte haben oder Hilfsgüter. Auch das ist ein Auftrag, den wir immer mitnehmen. Die Elites gibt es immer, Zivilisten können wir sonst nicht gebrauchen. Asyl auf der Erde ist immer zu empfehlen, wenn ihr noch nicht so viele DOs habt. Warum? Weil hier immer Flüchtlinge gebraucht werden. Und die denn zwischen einem grünen und einem epischen Offizier denn am Schluss ausspucken. Wo auch alles andere als uninteressante bei sind. Flüchtlinge könnt ihr an sich so kaum gebrauchen, außer für bestimmte Auftragsketten irgendwo. Und da werden sie halt verbraucht. Und es kommt am Schluss in der Regel eigentlich immer ein relativ guter Dienstoffizier bei raus, den ihr anderweitig verwenden könnt. Oder wenn ihr nicht haben wollt, könnt ihr ihn ja auch sozusagen wieder zerlegen, hätte ich beinahe gesagt. Ihr könnt ihn zurückgeben und bekommt andere Dienstoffiziere dafür. Das erkläre ich euch später, wenn wir auf der Akademie unten sind. Gut, dann sind wir da durch. Dann gehe ich immer noch in den technischen Bereich rein. Guck, ob hier was Besonderes ist. Ach, hier ist wieder einer meiner Lieblingsaufträge. Wiener 250, Dilithium-Erz. Was brauchen wir dazu? Brauchen ein paar technische Dienstoffiziere. Einen mit Entschlossenheit. Und einmal ein paar Materialien, die wir uns kaufen können. Und dann ist das Thema erledigt. Einmal starten, Thema durch. Wieder. Zum Erz. Dann überspringe ich wissenschaftlich, Medizin und Sicherheit und gehe einfach immer nur noch in den taktischen Bereich rein. Schauen wir durch. Den Auftrag ist es einer, den könnte man mit annehmen. Lasse ich manchmal aus. Ich weiß auch nicht so wirklich warum. Ich gucke halt hauptsächlich so, wo es halt immer noch ein bisschen mehr Deals im Erz gibt. Und aus Gewohnheit gehe ich immer nach ganz unten und mache diese beiden Aufträge mit. Weil die halt immer für 8 Stunden so spontan noch gut EP, XP geben. Genauso wie der Auftrag hier. Auch das gleiche nochmal. Das ist eigentlich das, was ich am Boden immer mache. Und wenn ich das gemacht habe, dann beam ich einmal hoch in Sektorraum. Weil dann haben wir dort wieder ganz andere Dienstoffiziersaufträge, die uns angeboten werden. Die wir auch nochmal durchschauen können. So, da sind wir im Orbit. Im Sol-System sozusagen. Und wenn wir jetzt hier wieder auf unsere Dienstoffiziersaufträge schauen, sehen wir, dass das mal ganz andere Aufträge sind. Die beiden hier oben nehme ich nicht ein, würde ich eigentlich auch so keinem empfehlen, weil sie kosten einmal Energy Credits und bringen dazu halt Spezialgegenstände. Das sind hier Disruptor-Geschütztürme oder Tetrion-Geschütztürme. Es gibt die auch noch für alle anderen Waffengattungen. Wird heute eigentlich nirgendwo mehr wirklich benutzt, nicht dass ich wüsste. Am Anfang war es so, dass man davon relativ viele in die Flottenbasis einzahlen musste, auf Tier 0 bis Tier 1 war das, glaube ich, um die Flottenbasis zu leveln. Ist mittlerweile kaum noch irgendwo so, und wenn man sie wirklich braucht, dann geht man kurz in die Tauschbörse und kauft sich dort für echt relativ dünnes Geld aktuell. Diese Aufträge würde ich nicht empfehlen zu machen, sie kosten und bringen nicht wirklich viel. Ja, 176 diplomatische Erfahrungspunkte, schön und gut, ja, nee, lassen wir aber trotzdem weg, weil dann nehmen wir lieber die 254er Aufträge, die wir sonst überall hinterhergeschmissen bekommen. Wenn wir weiter durchscrollen, sind eigentlich so Sachen bei, könnte ich alles mal durchlesen, was ich persönlich immer nicht so attraktiv finde, um diese Aufträge zu starten, weil sie entweder Sachen kosten, die ich nicht ausgeben will,
So wie auch hier wieder Latinum. Was kriegt man hier raus? Ja, Spezialgegenstand. Der Auftrag ist bedingt interessant, weil wenn der kritisch ausgeht, bekommt die hier einen holographischen Dienstoffizier obendrauf. Ein Zivilisten. Ich muss mal schauen, ob ich den müsste ich eigentlich auch haben. Unterhalter. Ist das... ich glaube, das ist die... Ist das die Orionerin? Ist das, ne? Die ist das... Die gibt es da. Die gibt es in blau, die gibt es in lila. Das müsste die sein, ne? Ja, die Orionerin ist das. Ist ein ganz nettes Gimmick. Wenn man genug Latinum über hat, dann kann man es machen. Sollte es nicht kritisch ausgehen, kriegt man ein paar Unterhaltungsprogramme. Also Verbrauchsmaterialien. Ja, toll. Empfehlenswert wirklich nur, wenn man genug Latinum auf der Kante hat. So, oder halt jetzt die besonderen DO haben möchte, weil einen großen Zweck hat er nicht, außer in bestimmten anderen DO-Aufträgen auszuhelfen, aber sonst ist es jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Bei dem persönlichen habe ich jetzt hier nicht besonders viel drin stehen. Auch wieder hier nur was mit Expertise, was kostet. Es gibt mir keinen Buff, also lasse ich es weg. Um nochmal kurz zum Buff zu kommen, alle Buffs, die ich jetzt abgegeben habe, die stehen mir hier, und zwar mit einem Timer. Der mir sagt jetzt hier 1 Stunde 6 Minuten 37 Sekunden, habe ich noch plus 25 Impulstriebwerk. Und das ist halt, das hier stehen dann dementsprechend alle Boosts, die ich jetzt durchs DO-System zusätzlich noch mitbekommen habe. Natürlich neben den anderen Boosts, die Flottenboosts oder Lifetime-Boosts etc., die hier schon hinterher stehen. Ne? Dann gehen wir wieder in die anderen Abteilungen rein und schauen hier mal rein. Hier gucke ich immer rein, weil hier im Raum nie am Boden zusätzlich dieser Auftrag auftauchen kann, wo ich diese 5 Kolonisten bekommen kann. Das heißt, da gebe ich 2 Dienstoffiziere in Auftrag und bekomme am Schluss 5 Zivilisten raus, nämlich Kolonisten, und die ich dann dementsprechend wieder in diesen anderen Kolonistenauftrag einzahlen kann, den wir hier auf dem Boden eben gestartet haben. Da ist er. Ne, das ist der falsche. Hier ist er. Das sind halt die dementsprechend, die ich hier einzahle und wo ich meinen Daily zum Ende wieder rausbekomme. So, dann gehen wir wieder in den technischen Bereich. Auch hier wieder das gleiche, ist aktuell relativ wenig. Hier gibt es noch einen guten mit 597. Ich lasse es jetzt mal weg. Und dann wieder im taktischen Bereich. Und das ist einer der weiteren Aufträge, die ich auch immer suche. Dieser Auftrag ist von daher gut, weil er immer extrem viel Materialien zur Verfügung stellt. Es gibt jetzt hier 3 verschiedene Varianten. Wenn es den kritisch ausgeht, bekommen wir relativ viele Materialien. Und wir kommen dazu noch Gefangene dazu. Gefangene ist im Augenblick zwar Massenware, ein bisschen durch das Admiralitätssystem. Nichtsdestotrotz brauchen wir Gefangene für bestimmte Kettenaufträge, wenn wir sie noch nicht fertig gemacht haben, in den verschiedenen Nebeln im System. Und wir können sie logischerweise auch in unsere Flotte einzahlen. Und zwar werden wir... Ich hoffe, es läuft gerade einer. Genau, hier. Kolonisierungsbemühungen koordinieren. Hier können wir Zivilisten eintragen oder einzahlen. Haben natürlich alle Zivilisten, Diplomaten, Händler und Co. Aber wir haben hier auch, siehst du, unsere Gefangenen. Und alles, was ich so immer in meine Liste drin habe an Gefangene, die zahle ich da eigentlich grundsätzlich immer ein. Weil mehr als 20 können wir nie auf Halde haben. Ich starte den Auftrag hier mal kurz. Weil wenn wir auf Mannschaft gehen und Arrest, sehen wir jetzt, habe ich 18, ich hatte vorher 20. Sehe, ich habe hier schon ganz viele blaue und lilane Gefangene drin. Diese blauen und lilanen Gefangene kommen genau von diesem Auftrag, den ich gerade gestartet habe. Weil wenn er nämlich kritisch ausgeht, kriegen wir die dementsprechend dazu. So, Abteilung, technisch waren wir, gehen wir wieder auf taktisch, waren wir auch gerade, ist auch nichts Besonderes mehr. Diese Aufträge kann man auch noch starten, wenn man das möchte. Es hat wirklich Vorteile. Die anderen Abteile gehe ich nie wirklich durch oder relativ selten durch. Schaut sie euch an, hier ist noch einer wieder mit 1300 EP, der ist ganz gut, wenn man hier das Jevonit über hat. Kann ich es auch empfehlen, weil es gibt sehr viele EP in dem Bereich.
Im medizinischen Bereich sind auch immer ganz gute Aufträge mit hohen Werten, so wie der hier. 1300 EP plus 673, wenn es kritisch ist, kommt natürlich nochmal 50% obendrauf. Die Dinger starte ich auch mal zwischendurch mit. Jetzt habe ich natürlich schon relativ viele Aufträge gestartet. Von daher mache ich jetzt mal nicht mehr. Was ihr jetzt hier seht, ich habe jetzt 17 Aufträge gestartet oder die am Laufen sind. 3 Aufträge sind abgeschlossen. Das heißt, ich habe im Endeffekt 20 und habe trotzdem noch 3 offen. Das kommt nicht, weil 17 plus 3 20 sind, sondern weil 17 plus 3, die noch nicht abgegeben sind, 20 sind und plus 3 offene sind 23. Wie komme ich auf 23? Weil das System gibt uns ja nur 20 verfügbare DO-Auftragsplätze frei. Und zwar, wenn ihr auf der Flottenbotschaft seid, auf Neuromulus, könnt ihr auf dem Hangardeck eine Konsole ansprechen, die euch für Flottencredits und ich glaube auch nur für Flottencredits 3 zusätzliche DO-Auftragsplätze verkauft. Ihr müsst mal jeweils eine kaufen, die dann im Preis immer teurer wird. Aber es lohnt sich halt hier, weil im Endeffekt im Gegenzug dazu, dafür hat man immer wieder Dilithium, was man bekommt. Man bekommt Flottenmarken, dadurch, dass man mehr Aufträge starten kann und die EP dann gegen Flottenmarken tauschen kann auf der Basis. Also so schließt sich doch wieder der Kreis. Jeder, der dort dementsprechend die Flottencredits über hat, kann ich es nur empfehlen, holt euch diese 3 Auftragsplätze, weil die rechnen sich nach kurzer Zeit. So. Dann sind wir sozusagen erstmal im Föderationsbereich durch, was die einfachen Aufträge angeht, die ich persönlich immer priorisiere. Dann will ich euch mal kurz zeigen auf der Akademie, wo ihr denn neue DO-Aufträge bekommt und was ihr vielleicht noch mit anderen DOs machen könnt. Also dazu beamen wir mal kurz runter. Und da sind wir auf der Akademie. Die Akademie gibt uns ganz viele Möglichkeiten, um an Dienstoffiziere zu kommen. Das heißt, wenn wir uns unsere Karte mal insgesamt anschauen, wie sie jetzt hier respawnt, haben wir die ganz normale große Halle, wo wir Bank, Auktionshaus, Post, Schneider etc. Einmal haben für uns. Was jetzt für das DO-System wichtig ist, wir haben einmal hier einen NPC stehen, der uns die Zoffiziere gibt. Dann haben wir hier 2 Stück stehen hinten am Rand, nämlich hinter dem Gebäude, wo der Lieutenant Ferrer drin steht, und ein weiterer Personaloffizier. Eigentlich fast der wichtigste Raum hier, oder Gebäude, auf der Akademie. Weiterhin haben wir hier noch einen NPC stehen. Für Veteranen des Spiels gibt es hier die Möglichkeit, über DO-Aufträge zusätzlich noch die Lithium-Erz zu veredeln, über den normalen Cup, den man am Tag hat. Gut, dann gehen wir mal kurz zum Vulkanier, oder zu der Vulkanierin. Ist es ja mehr der Personaloffizier, der hier steht. Dieser Personaloffizier gibt uns über einen DO-Auftrag, den ich gerade schon am Laufen habe. Ich muss das mal anschauen. Gucken, ob wir den jetzt hier drin haben. Ne, der ist schon durch. Föderation Wissenschaft, Technisch, Kultureller Austausch, Vulkania. Gibt uns, wenn wir den starten, einen Auftrag, der uns in der Regel bei einfachem Erfolg einen weißen Dienstoffizier gibt. Jetzt kann es natürlich sein, dass es so wie hier bei mir ein kritischer Erfolg ist. Jetzt kriege ich als Beispiel 3 Dienstoffiziere, einen weißen und 2 grüne. Plus natürlich Erfahrungspunkte, Expertise und ein bisschen Dilithium, wie sich das gehört. Weiterhin kann man bei diesem Personaloffizier, wie bei anderen Personaloffizieren auch, Dienstoffiziere zurückversetzen. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, versetze gewöhnliche Dienstoffiziere als Beispiel, dass man sagt, okay, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 weiße DOs, die ich nicht mehr haben möchte. Die kann ich hier reinmachen, diesen Auftrag. Das kostet mit 600 Dilithium und ich bekomme einen grün als Ausgabe hier raus. Was hier für eine rauskommt, das ist random, das ist Zufallsprinzip, von daher rate ich persönlich halt von dieser Variante ab, weil es, man sieht, allein durch diese kritischen Erfolge, die man hier beim normalen Anfordern von Dienstoffizieren hat, kriegt man genug grüne, teilweise blaue und ganz selten auch mal ein paar lilane DOs raus. Das reicht voll und ganz. Und wenn man was Besonderes braucht, kann man der Flotte mal fragen oder es gibt andere Möglichkeiten, die ich euch gleich noch zeige, wie man an DOs rankommt. Gut, das einmal zu denen. Das gleiche geht natürlich dann auch mit grün auf dem blauen und mit 5 blaue auf einen lilanen DO. Wie gesagt, das ist Lotto und rechnet sich nicht, weil ganz einfach es andere Möglichkeiten gibt, an DOs ranzukommen und auch an höherwertige, günstiger ranzukommen. Dann laufe ich einmal kurz hinten ums Gebäude, um euch zu zeigen,
wo dann nochmal die beiden anderen Personaloffizieren stehen für den kulturellen Austausch. Die stehen nämlich hier hinten, so ein bisschen versteckt, wenn man es nicht weiß. Das ist der Tellarit und das ist die Andorianerin. Die geben uns genau den gleichen Auftrag. Den kann ich jetzt annehmen. Sieht man ihn wie die Vulkanierin. Bei Erfolg ganz mal einen gewöhnlichen Dienstoffizier. Der Auftrag läuft 20 Stunden und das Thema ist erledigt. Den kann man annehmen. Die haben einen Cooldown von 4 Tage, soweit ich das weiß. Ab Annahme, nicht ab Abgabe. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Aufträge gerade nicht abgeben, weil mein DO-Raster voll ist. Von daher muss ich erstmal ein bisschen ausmisten. Wenn ich die abgegeben habe, kann ich aber sofort diese abgelaufenen Aufträge wieder annehmen, weil der Cooldown ab Annahme gilt und nicht ab Abgabe. Dann gehen wir einmal in dieses Gebäude hier rein, wo der Lieutenant Ferrer steht, der uns ja am Anfang unser erstes Dienstoffizierspaket gibt. Der steht hier vorne. Der erklärt uns auch nochmal, was Dienstoffiziere eigentlich sind und was wir damit machen können etc. Was er noch zusätzlich hier drin hat, das ist der Shop, den ich schon mal erwähnt habe. Und zwar, wenn wir in unserer Übersicht sind, bei Auszeichnung und diese Ränge hier erreicht haben, egal in welche Abteilung, von Rang 1 bis Rang 4, bekommen wir diese Läden freigeschaltet. Das heißt, bei Diplomatie habe ich dann die Möglichkeit, mir einen grünen DO auszusuchen. Bei Rang 2, 3, 4 werden die dementsprechend höherwertig, wären blau und wären lila. Was man zusätzlich machen kann, ist, was ja auch ein bisschen verwirrt ist, hier steht hier, dass man die auch für 10.200 Dilithium kaufen kann. Das kann ich zusätzlich tun. Das heißt, man sieht jetzt hier, den Dienstoffizier habe ich mir damals abgeholt, wie ich den Diplomatie-Rang 4 erreicht habe. Ich kann diese anderen Dienstoffiziere, sobald logischerweise wieder Platz in meinem Raster vorhanden ist, kann ich mir diese DOs hier für die Lithium kaufen, ganz normal. Das waren damals mit eigentlich die besten im Spiel. Inwieweit sie heute noch wirklich up-to-date und gut sind, vermag ich jetzt gar nicht zu sagen, weil dafür habe ich mir sie schon lange nicht mehr angeschaut. Aber wie gesagt, für jeden Rang, den ihr erreicht, in den verschiedenen Abteilungen, könnt ihr euch einen dieser DOs aussuchen aus dem dementsprechenden Rang. Es werden auch nur die freigeschaltet zur freien Verfügung. Und es ist wunderbar, um halt dementsprechend an besserwertige Dienstoffiziere ranzukommen. Gut, dann gehen wir mal auf die andere Seite von dem Rondell her und sprechen einmal mit dem Personaloffizier. Das ist der, der euch eure meisten DOs gibt. Und zwar habt ihr hier die die Aufträge, die ihr starten könnt. Taktisch, technisch, wissenschaftlich und Zivilkorps. Ich starte den Zivilkorps jetzt mal, weil ich den starten kann. Die anderen sind hier bei mir schon abgelaufen. Hier kriegen wir zwei Dienstoffiziere bei Erfolg, bei kritischem Erfolg. Dementsprechend 3, 4. 5 hatte ich glaube ich noch nicht. Dafür sind sie aber öfters mal grün und blau, die DOs. Das heißt, höherwertige kommen hier öfter schon mal bei rum. Kann man wirklich nicht anders sagen. Der Auftrag ist 48 Stunden und hat einen Cooldown von 5 Tagen, wenn man die alles täuscht. Das ist, glaube ich, ein Tag mehr wie bei den Austausch mit den Kulturellen, bei den drei anderen Fraktionen, die wir dort haben. Was wir noch drin haben, ist eine allgemeine Rekrutierung. Ich persönlich starte den eigentlich nie, diesen Auftrag. Warum? Weil er mich einmal 1000 Dilithium erst kostet. Was man natürlich kriegt, ist ein Junior-Offizierskader der Föderation, die gab es früher, bis vor 2 Jahren glaube ich noch, ohne die Lithium-Kosten. War damals auch ein riesen Turbo im Spiel, deswegen hat sich aber relativ zügig gelegt, weil halt andere Sachen noch dazu gekommen sind, wo man DOs herbekommen hat, relativ günstig. Wer unbedingt DOs braucht, kann sich hier und hat genug Dilithium über, kann sich das natürlich hier jederzeit holen. Ich persönlich brauche es nicht, wie man sieht, bei mir platzen die DOs aus allen Nähten, weil ich keinen Platz mehr habe dafür. Aber wer welche braucht, kann sich sie hier für Ingame-Währung sozusagen kostenfrei holen. Wer das nicht möchte oder es nicht abwarten kann, kann hier auf seinen Mannschaftsbereich gehen, hier unten aber auf weitere Dienstoffiziere klicken und hat dann hier die Möglichkeit, einmal die Dienstoffiziersplätze zu erhöhen. Das heißt, vom Spiel aus kriegen wir beim Start unseres Charakters ja max 100 Stück zur Verfügung, beziehungsweise 100 Plätze für Dienstoffiziere. Wenn wir die voll haben, können wir keine Dienstoffiziere mehr annehmen, so wie ich das hier jetzt gerade nicht machen kann, bei diesen Aufträgen.
Das heißt, ich kann sie jetzt hier nicht abgeben. Er sagte mir jedes Mal, geht nicht, dein Inventar für die Dienstoffiziere ist voll. Das heißt, in der Regel würde man dann hier hingehen, würde sagen, okay, ich kaufe mir entweder für 225 Cent 25 DO-Plätze oder für 725 100 Plätze. Natürlich, wenn man schon rechnen kann, weiß, dass die 100 günstiger sind im Verhältnis. Wenn man eh weiß, man stockt dieses auf bis zur Maximalhöhe von 500 oder 200, 300, wie auch immer, kann ich persönlich immer nur empfehlen, okay, dann kauft halt einmal 100, dann habt ihr ein bisschen länger Ruhe. Kostet zwar erstmal ein bisschen mehr, 10, 725, okay, aber es rechnet sich im Nachhinein, weil es sind halber 25%, wenn ihr da spart, weil man kann einfach nicht sagen, okay, ich habe jetzt 425 oder 325, ich habe jetzt 425 DO-Plätze gekauft und will jetzt nochmal 100, damit ich auf die 500 komme, das macht ihr einfach nicht. Ich müsste dann noch dreimal die 25 Plätze dazu kaufen und habe im Endeffekt mehr Geld ausgegeben als vorher. Von daher kann ich mir nur empfehlen, okay, nehmt die 100. Dann könnt ihr hier einmal dieses DO-Paket kaufen, was im Endeffekt ähnlich ist wie das, was wir bei der allgemeinen Rekrutierung haben. Hier sind ein paar höherwertige und ein paar mehr DOs drin, wenn wir sie kaufen für Zen. Und natürlich das aktuelle Paket der Dienstoffiziere aus der Delta-Allianz, wo noch ein paar besondere DOs bei sind, die uns im Crafting unterstützen. Crafting ist auch das nächste, der nächste Punkt hier. Wenn wir weiter runter scrollen, können wir hier F&E-Unterstützung anfordern. Genauso wie wir sie dieses Paket dort kaufen können. Hier wieder Obacht, die kosten wieder 1000 Delizium-Erz. Dann bekommen wir hier eine bestimmte Anzahl von besonderen Dienstoffizieren, die für unser F&E, also für unser Crafting, uns zugutekommen, die wir logischerweise auch anderweitig zum Teil einsetzen können. Aber in der Regel braucht man sie nicht. Wenn man wirklich besondere DOs braucht, um craften zu wollen, dann schraubt man sich um, wo man sie bekommen kann. In der Regel ist es günstiger, sie teilweise in einer Tauschbörse zu kaufen. Wenn man ab und an mal ein paar Kisten aufmacht aus den verschiedenen Rubriken, hat man da auch immer massenweise DO-Pakete dabei. Einfach mal durchschauen. Wenn ihr ein DO braucht, einen besonderen, dann sagt euch das F&E-System, das nämlich schon. Kurzer Exkurs. Wenn ich jetzt hier eine besondere Waffe herstellen möchte, nur dafür brauche ich einen besonderen DO. Alle anderen reichen besondere Klassen, einfache Klassen, DO, Energiewaffenoffiziere als Beispiel oder hier halt technische Offiziere. Es geht wirklich nur um diese ganz besonderen Waffen, die halt eine besondere Reichweite oder einen besonderen Winkel haben, wie die, die hier oben, die brauchen halt einen besonderen Dienstoffizier, nämlich den F&E-Kanonenwaffen-DO. Und ob man den da jetzt unbedingt kriegt, man weiß es nicht, ist wieder Lotto spielen. Von daher, dann kostet es halt mal 1,2 Millionen Energy Credits. Die hat man in der Regel nach einer gewissen Spielzeit immer mal auf der Seite liegen, wenn man sich so eine besondere Waffe bauen möchte, weil allein die Materialien hier kosten ja schon nicht unbedingt wenig. Gut, sollte es so sein, dass ihr sagt, wie ich jetzt gerade auch, Mist, ich habe jetzt so viele DOs und ich kann ja gar nicht mehr bauen, was soll ich mir denn noch mehr anfordern? Ist doch eigentlich total überflüssig. Nee, ist es nicht. Warum? Ganz einfach. Einmal können wir unsere überflüssigen DOs, die weiß sind, immer in unsere Flottenprojekte einzahlen, wenn ihr welche laufen habt und in einer Flotte seid. So wie hier. Das heißt, ihr bekommt immer schön Flottencredits, was ja immer gut ist, weil es kommen immer schöne neue Sachen ins Spiel, wo man dann fleißig seine Flottencredits ausgeben kann. Wenn ihr sagt, ja, ich kann ja keine grünen oder blauen oder lilanen da einzahlen, die ich doppelt und dreifach habe, die ich gar nicht mehr haben will, und an der Tauschbörse sind sie auch jetzt gerade nicht so wirklich viel wert, was machen wir denn dann? Dann machen wir ganz einfach Offiziere tauschen, was nämlich genau das Gegenteil ist, von dem Zurückversetzen, was nämlich da heißt, ich nehme einen ungewöhnlichen Dienstoffizier, irgendein, was weiß ich, Händler, wo ich gerade die Pest von habe, weil ich 30 davon habe oder sowas. Wenn ich den dann nehme und den hier slotte, diesen Auftrag starte, der ist nach 5 Sekunden zu Ende, bekomme ich 3 weiße DOs. Und nicht 3 weiße Händler, sondern wieder 3 weiße zufällige Dienstoffiziere. Warum sollte man das machen oder warum ist es sinnvoll, das zu tun, als die Händler, als die grünen, blauen oder lilanen DOs einfach wegzuschmeißen oder für 100 oder 200.000 Energy Credits in der Tauschbörse zu verkaufen? Einmal sind die weißen mehr wert, weil sie für die Flotten gebraucht werden. Und wenn ihr selber noch nicht genug Energy Flotten-Credits habt, ist es natürlich für euch persönlich viel besser. Habt ihr Twings, das heißt noch viele andere Charaktere, könnt ihr sie euch über die Post auch zuschicken für eure anderen Charaktere. Ihr könnt ja auch die gebundenen DOs in der Regel tauschen. Soweit ich das weiß, können hier alle DOs zurückgetauscht werden, die man bekommt. Ich glaube, es gibt 1, 2, 3 Ausnahmen aus die ganz besonderen Dienstoffiziere. Ich weiß nicht, den Exocomp, die man hier als besonderen DO bekommt. Ich weiß gar nicht, ob man den zurücktauschen kann. Ich glaube nicht. Aber sonst kann man alle DOs, die man im Spiel erhält, hier
zurücktauschen. Das gleiche gilt für blaue DOs. Das heißt, wenn ich hier im blauen DO mir aussuche, bekomme ich drei grüne. Aus drei grünen kann ich dementsprechend jeweils wieder drei weiße machen. Das heißt, aus einem blauen DO mache ich 9 weiße. Ja, was will ich denn bitte schön mehr? Ich habe 9 weiße, die kann ich entweder in die Flotte geben oder ich kann sie verkaufen, weil 9 weiße in der Regel mehr wert sind als ein einfacher blauer DO, der nichts Besonderes macht. Ob es ein Projektiloffizier ist oder sowas, gibt es Massen von, will keiner haben im Moment. Also tausche ich sie mir doch lieber runter und zahle sie anderweitig in Flotten ein, etc. Hat man auf alle Fälle mehr davon. Gut, das soll es hier unten eigentlich erstmal gewesen sein. Einen Punkt wollte ich nochmal kurz zeigen für die Veteranen, beziehungsweise für die Leute, die sich einen Lifetime-Account gekauft haben. Die können ja noch einen besonderen DO-Auftrag starten, um mehr Dilithium-Erz zu veredeln. Dazu müssen wir einmal ganz zurücklaufen zum Eingang ins große Gebäude. Und da steht auch schon unser DO. Und was macht der? Das ist der Veran Dilithium-Raffinierer. Der sagt uns ganz einfach, wir können hier ab einer Zugehörigkeit aktiven Spiel Gold-Zugehörigkeit von 800 Veteranentagen oder halt dementsprechend einen Lifetime-Account gekauft hat, dann hat man automatisch alle 1000 Tage Belohnungen freigeschaltet, kann hier zusätzlich die Lithium-Erz veredeln. Und zwar 1000 Stück. Also 1000 Dilithium. Ist ein Auftrag, der 48 Stunden läuft. Ich persönlich bin relativ selten hier, um das Ding zu starten. Das läuft 2 Tage. Ja, wenn man das jeden Tag macht, dann hat man natürlich die 1000 Dilithium-Erz mehr. Wer zu viel Dilithium hat und genug Auftragsplätze über hat, der kann es machen. Mir persönlich ist es teilweise zu umständlich, hier einfach einmal herzubeamen, weil ich stehe auch manchmal auf DS9 oder auf anderen Basen rum. Und diesen Händler, den gibt es einfach nur hier auf dem ESD und nirgends anders. Gut, dann sind wir hier durch. Und dann gehen wir einmal zurück. Und zwar in den Beta-Quadranten. Der Beta-Quadrant, wie alle anderen Karten auch, wie hier auf dem ESD auch, gibt uns immer verschiedene Dienstoffiziersaufträge. Und diese Dienstoffiziersaufträge möchte ich euch hier noch einmal kurz zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt, wir sind jetzt halt hier ganz normal respawned vom Soll-System, stehen jetzt hier und haben denn hier bei unserer der aktuellen Karte neue bzw. andere Dienstoffiziersaufträge, wie als das wir jetzt im Soll-System gehabt haben, auf dem ESD oder auf der Bodenkarte der Akademie. Die persönliche, die hier ist in der Regel eigentlich immer gleich, weil die sich nach 40 Minuten immer nur ändert. Hier hinten in der operativen Technik, also unter den Abteilungen, verändert sich dann auch nochmal was. Und hier sieht man jetzt, das könnte ich jetzt zum Beispiel wieder die Grenzen der Föderationsraums kolonisieren, könnte jetzt wieder annehmen, fehlen aber jetzt 3 kolonistische Dienstoffiziere. Muss ich mir jetzt holen, weil aktuell habe ich keine dabei und aus Kisten, aus dem FOD habe ich auch gerade keine bekommen. Ich könnte jetzt hier einmal rekrutieren, das heißt, ich könnte jetzt hier einen Regelianer bekommen, müsste jetzt hier irgendeinen Flüchtling einzahlen, dann würde ich hier einen rauskommen. Die können auch mit, also den ich hier einzahle, den Flüchtling, der ist dementsprechend verbraucht und ich bekomme einen neuen wieder raus, der von Regel ist. Es kann ein Weißer sein, es kann aber auch ein Lehner sein. Wenn ihr Flüchtlinge überhaupt macht das auf alle Fälle immer wieder aus allen Bereichen. Es lohnt sich grundsätzlich. Die Aufträge bzw. die Dienstoffiziere, die Dienstoffiziersaufträge, die hier angeboten werden, die sind nicht einfach so random, sondern die sind pro Sektor festgelegt. Und wenn ihr euch mal eure Karte anschaut, seht ihr, dass wir haben jetzt hier auf der Galaxiekarte einfach nur den Alpha und den Beta-Quadranten und hier hinten haben wir noch den Delta. Das heißt, es ist nicht hier alle DO-Aufträge gleich und hier alle DO-Aufträge gleich und hier. Nein, sondern hier sind in diesen Sektorblocks, wenn man hier weiter reinschaut, sind vulkanische Sektor etc. Sind die DO-Aufträge teilweise unterschiedlich. Das war früher ein bisschen einfacher, als wir noch Sektorkarten hatten, die über einen Mapwechsel betreten werden mussten. Da konnte man ganz genau sagen, okay, jeder einzelne Sektorblock für sich hatte eine gewisse oder die gleiche Anzahl von Dienstoffiziersaufträgen. Das war dann der Bereich und war halt besonders aufgeteilt. Das ist jetzt anders und wie anders bzw. die Aufteilung dort jetzt drin ist, das zeige ich euch jetzt einmal kurz im Browser.
So, was ihr hier seht, ist eine gesamte Map unserer Ingame-Galaxy-Karte. Und zwar, wie eben schon gesagt, ist hier der Alpha-Quadrant, hier der Beta-Quadrant und hier ist der Delta-Quadrant angebaut oder angesetzt. Jetzt sieht man, dass die unterteilt sind in so gewisse Blocks, hier mit fetten Umrandungen. Was hat das auf sich? Und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es in den verschiedenen Sektorbereichen unterschiedliche DU-Aufträge, die dort bereitstehen zur Annahme. Und die sind in diesen eingekreisten Sektorblöcken dementsprechend immer gleich. Das heißt, hier ist der vulkanische Orion- und Risa-Sektorblock. In diesen drei Sektorblöcken habt ihr die gleichen DU-Aufträge. Das gleiche ist denn hier in dem Bereich, den einmal hier komplett durch die ganzen Maps durch. Fliegt durch, wenn ihr ein bisschen Zeit habt oder DU-Aufträge machen wollt. Es macht immer wieder Spaß, einmal sich die Galaxy Map an sich grundsätzlich anzuschauen, wenn man dort mal unterwegs ist. Ihr werdet euch auch wundern, wie viele Spieler wirklich auf der Map unterwegs sind und von Quadrant, zu System fliegen. Es macht echt Spaß, sich das mal einfach in Ruhe anzuschauen. So neben dem ganzen Questen oder ganzen SDF-Fights etc. Es ist echt mal eine schöne Abwechslung, das halt zu machen. Diese Map hier kommt nicht von ungefähr, die habe ich auch nicht gefertigt und die finden wir auch so nicht bei uns in Wikipedia. Leider habe ich sie nicht, oder habe ich zumindest nicht gefunden, sondern diese Map stammt von der Reddit-Seite, unserer SEO-Reddit-Seite, wo unsere Devs, Entwickler auch dementsprechend posten. Dementsprechend ist hier einmal der Originalbeitrag von Tamaboy mit den drei Sektorblöcken, die denn ein anderer Spieler hier dann einmal zu dieser gesamten Map zusammengeschnitten hat, was denn das hier ist, was ich euch hier jetzt gerade zeige. Beide Links, also einmal diese Map an sich, genauso wie der Link hier zu dem Post, setze ich euch unten ins Kommentarfeld rein, dass ihr euch das selber anschauen und durchlesen könnt, wenn ihr das möchtet. Ja, viel Spaß sozusagen dann auf der Tour durch die Galaxie, in Anführungsstrichen, auf der Jagd nach super Dienstoffiziersaufträgen, sowie auch verschiedene Kettenaufträge, die dann in den Sektorblöcken einfach mal so auf euch warten. Bevor ich es vergesse, ich werde nicht mehr ins Schiffsinnere zurückgehen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr auf eure Brücke beamt, auf die verschiedenen Decks zu gehen. Auf jedem Deck habt ihr verschiedene NPCs stehen, ob es ein Koch ist oder andere NPCs im Maschinenraum, die euch Kettenaufträge geben, wo ihr besondere Sachen rausbekommt. Das heißt, die Köche geben euch bestimmte Kochaufträge, wenn ihr die Ketten abgeschlossen habt, bekommt ihr zusätzliches Bufffood, was ihr dann selber über den Replikator kaufen könnt, freigeschaltet, genauso wie ihr im Maschinenraum besondere Dienstoffiziersaufträge bekommt, um euch besondere Konsolen oder Waffen selber bauen zu können. Es ist nicht auf dem neuesten Stand, es ist normal schon ein bisschen älter, aber trotzdem immer mal wieder schön zum Anschauen oder zum Durchspielen. Das gleiche gibt es halt auch noch einen Operationsoffizier, der in der Regel im Maschinenraum, glaube ich, rumsteht. Der gibt euch einen ganz, ganz tollen Auftrag, nämlich könnt ihr da, das ist ein Holodeck-Auftrag, wo ihr, ich glaube, 15 DOs einzahlen müsst. Also die verbrauchen sich nicht, sondern es ist ein ganz normaler DO-Auftrag. Der braucht 15 besondere DOs und eine ganze Menge an Unterhaltungsprogrammen. Wenn ihr das Ding erfolgreich abgeschlossen habt, dann bekommt ihr einen lilan DO und das müsste, glaube ich, der Hamlet sein. Ist echt witzig, ein tolles Gimmick. Macht es einfach mal, macht echt Spaß. Und der DO ist nicht zu verachten, hat auch ein paar besondere Fähigkeiten. Gut, so viel dazu und dann gehen wir wieder zurück ins Spiel. Und da sind wir auch schon wieder im Spiel zurück und hier schauen wir uns einmal die große Karte an. Ignoriert einfach die Kreise, das sind einfach nur offene Quests noch von mir, also nicht verwundern. Hier im Beta-Quadrant haben wir neben den ganzen Sektorblöcken, die ich euch gezeigt habe, für verschiedene Dienstoffiziersaufträge, auch noch ganz, ganz tolle Auftragsketten. Und zwar Nebelauftragsketten. Zu Englisch Exploration Cluster Chains. Diese Auftragsketten findet ihr in den verschiedenen Sternenhaufen. Und zwar der nächste hier bei uns wäre jetzt der Delta Polaris Sternenhaufen. Hier haben wir auf der Karte verschiedene Sternenhaufen, die aktuell, ja,
nicht mehr ganz so einfach zu finden sind, mit dem Hintergrund, dass die Karten ja überarbeitet worden sind. Früher gab es diese einzelnen Sektorkarten mit Kartenwechsel, in den nächsten Sektor zu kommen. Das wurde ja vor gutem Jahr, wurde das ja entfernt und es wurden große Karten rausgemacht. Von daher sind sie jetzt ja nicht mehr ganz so einfach zu finden wie früher. Früher hatte man wirklich so eine Route, okay, an jedem Ende eines Systems, oben, unten, links, rechts, war in der Regel irgendwo immer ein guter Nebel, der leicht zu erreichen gewesen ist. Das ist jetzt ein bisschen, ich will nicht unbedingt sagen umständlicher, aber halt nicht mehr so einfach zu finden in der Form. Nichtsdestotrotz können wir zu diesen verschiedenen Nebeln immer hinfliegen. Ich mache das jetzt einfach mal kurz und fliege zum Delta Polaris Sternhaufen. Diese Sternhaufen waren früher begehbar, es war eine eigene Sektormap. Die wurden entfernt, weil halt diese Aufträge da drinnen, ja, es war halt, man konnte da Materialien farmen, ein bisschen die Boden- und Raumkarten, die Zufall aufgeploppt sind. Achtung, hier nicht in den Afghan warpen, nein, wir möchten gerne zu unserem Nebel. Die waren halt, ja, es war halt immer das Gleiche, von daher ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Viele haben sich beschwert, dass was entfernt worden ist. Persönlich war da jetzt nicht unbedingt wirklich böse drum, weil es war einfach total langweilig da drin. Deswegen wurden halt die Nebel halt so gestaltet, wie sie jetzt hier sind, und zwar mit so einem schönen Effekt. Auch noch ein bisschen Sound dabei, finde ich ganz nett. Und wenn ich jetzt hier die Aufträge der Dienstoffiziere anklicke, geht ein separates Fenster auf, was ich nur hier bekomme, wenn ich dort diesen Button klicke, an den verschiedenen Nebeln. Und sehe jetzt hier die Aufträge, die mir zur Verfügung gestellt werden. Die Aufträge, die hier wichtig sind, sind, oder ist aktuell für mich, das Kolonisieren von Delta Volaris Sternenhaufen. Warum ist das wichtig? Weil wenn ich diesen Auftrag starte, kann ich jetzt aktuell nicht, weil mir zwei Kolonisten fehlen. Wieder hier werden Kolonisten gebraucht. Ist, wenn dieses Ding hier kritisch abschließt, bekomme ich einen Dienstoffizier. Ja, so einfach ist das. Und warum komme ich den? Weil ich eine Auftragskette abgeschlossen habe, die mir das Wiederholen dieses Auftrages ermöglicht. Und zwar habt ihr den Button hier, die Auftragsketten, und wenn ihr dort reingeht, seht ihr, wenn ihr Auftragsketten angefangen habt, nur wenn ihr sie ja schon angefangen habt, einen Fortlauf. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen runter scrolle und mal gucke, wo meine ganzen Kolonisierungsaufträge sind. Werden wir gleich den Delta, oder sind die anderen Nebel schon? Delta Polaris, dort ist er. Alle Aufträge abgeschlossen. Wenn das nicht so wäre, würdet ihr das hier dementsprechend sehen. Könnt ihr hier draufklicken, auf Erweitern. Welche Aufträge ihr habt, es sind immer 7 Schritte. Sie werden auch euch als Kette auch so angezeigt. Das heißt, wenn ihr dort anklickt und habt die Kettenaufträge noch nicht abgeschlossen oder noch nicht gestartet, seht ihr dann auf einmal diesen ersten Auftrag mit Kolonisierung. Und den könnt ihr dann dementsprechend starten und dann bekommt ihr nach und nach diese Aufträge, bis 7 abgeschlossen ist. Bei 7 bekommt ihr grundsätzlich immer einen blauen Dienstoffizier mit einer speziellen Fähigkeit. Es ist kein Zufall, es ist pro Nebel ein besonderer Dienstoffizier mit der besonderen Fähigkeit, die dort droppen. Beim ersten Mal abschließen oder beim Abschließen des Kettenauftrages bekommt ihr immer einen blauen. Wenn ihr diesen Auftrag abgeschlossen habt, könnt ihr danach sofort, normalerweise respawnt in der Regel sofort, wenn ihr den Auftrag dort abgeschlossen habt, den 7 von 7, den Auftrag, der mir hier angeboten wird, nämlich der hier, das Ding dauert eine Stunde und mit Glück droppt denn beim kritischen Erfolg mir ein Lilaner. Und was für Aufträge droppen da? Was für Dienstoffiziere droppen da? Das zeige ich euch jetzt. Und da bin ich wieder, und zwar mit den Dienstoffizieren, die ihr in den Nebel bekommt. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier gerade im Wikipedia von Star Trek Online gelandet, was auch relativ gut gepflegt ist, was diese Kolonisierungsaufträge angeht. Und zwar, wenn ihr die Kolonisierungskette abgeschlossen habt, bekommt ihr immer ein Dienstoffizier, einen blauen, wie ich eben schon sagte. Und zwar waren wir gerade im Delta Volaris, und wenn ich jetzt hier auf den Delta Volaris dementsprechenden Dienstoffizier draufklicke, seht ihr, dass es hier einen Doktor gibt, und zwar für den Boden, der mir 25%ige Chance gibt,
temporäre Hülle, wieder zusätzliche 33 temporäre Hülle, nicht Hülle, sondern Höhlen-Hitpoints für 30 Sekunden zu bekommen. Ja, wenn man halb Englisch liest und dann versucht, das Deutsch zu übersetzen, funktioniert natürlich wunderbar. Das ist jetzt ein epischer Erledener. Den bekommt ihr aber grundsätzlich in Blau, wenn ihr diese Auftragskette abgeschlossen habt. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, sehen wir hier die Liste von allen Nebeln mit allen Dienstoffizieren, die es dort gibt und was für eine, aus welcher Abteilung sie kommen. Der Delta Volaris gibt immer den Arzt für den Boden. Der Kasan-Nebel gibt immer den Projektile-Waffenoffizier, der da uns nämlich genau was macht. 20%ige Chance, unsere Wiederaufladezeit um 5 Sekunden zu verkürzen. Ja, was wollen wir dann mehr? Wenn wir mit Projektilen unterwegs sind, ist es vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Und wie gesagt, der ist kostenlos. Wenn ihr nicht haben wollt, ab zur Akademie, das Ding tauschen gegen drei Blaue. Die drei Blauen könnt ihr wieder gegen jeweils drei Grüne tauschen und die Grünen könnt ihr gegen Weiße und das Ding geht wieder ins Auktionshaus oder in die Flotte. Also man kann grundsätzlich erstmal nichts verlieren. Dann gibt es hier noch ganz, ganz tolle Dienstoffiziere, die ich euch eben im Spiel auch schon gezeigt habe. Und zwar, wenn wir mal auf den Betran-Cluster schauen, den 10 of 10, müsst ihr euch auffallen, das ist der Dienstoffizier, den ich gerade bei mir aktiv im Raum eingesetzt habe, um den Cooldown für meine technischen Brückenoffiziere zu verkürzen, wenn ich die Notenergiefunktionen zünde. Kostenlos. Macht einfach nur die Kettenaufträge, ihr bekommt einen blauen beim ersten Abschluss und bei Wiederholung und es wird erfolgreich, bekommt ihr kritischen Erfolg, bekommt ihr den epischen. Der eine hat 8, der jetzt hat 10%. Was wollen wir mehr? Das Ganze geht durch alle möglichen Bereiche. Hier haben wir auch einen wunderschönen Science. Das müsste, glaube ich, der sein. Nee, das ist er nicht. Und zwar der für unseren, war das der Deflektor? War er auch nicht. Gravity, hier ist er, genau. Der ist das. Wenn wir als Psi unterwegs sind, ist das mit einer der DOs, die wir eigentlich immer mit an Bord haben, weil er uns die dementsprechenden Gravity-Welle, den Gravitationsbrunnen, der müsste das, glaube ich, sein auf Deutsch, zusätzlich spawnen kann, neben dem ersten, den wir machen. Auch ein DO. Wenn ihr den so frei im Auktionshaus kauft, relativ viel Energy Credit kostet. Wenn ihr Auftragsketten macht, bekommt ihr ihn kostenlos. Bitte, was wollen wir mehr? Dann haben wir hier nochmal die Map, die Sektor-Map. Ein bisschen abgewandelter Form, wie ich sie euch eben gezeigt habe. Und zwar sind hier die Nebel eingezeichnet. Ist ein bisschen blöd. Ich kann die Karte leider auch nicht größer machen. Es ist leider alles ein bisschen ja, suboptimal. Aber auch den Link werde ich euch mit reinsetzen unter das Video in die Bemerkung. Oder in die Beschreibung, dass ihr dann halt seht, wo welche Nebel sind, falls ihr es nicht wisst. Zur Orientierung, wir sind hier oben im Sol-System gerade rausgekommen, sind zum Delta Polaris geflogen, das hier ist der Beta-Quadrant, hier ist der Alpha und hier hinten ist der Delta-Quadrant. Delta-Quadrant hat keine Nebel, weil ja, wir den Delta-Quadranten ja grundsätzlich erstmal erkunden mussten. Das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt, das heißt noch weiter erkunden werden und dementsprechend aus der Sicht denn auch keine Nebel vorhanden sind, die wir erkunden in unseren Sektoren, sondern wir müssen ja komplett neuen Sektor erstmal erkunden, erforschen. Von daher gibt es dort keine. Ja, das sind die DOs, die dort hinten rauskommen. Wenn ihr diesen Auftrag abschließt oder die Kette abschließt und dann diesen Wiederholungsauftrag startet. Hier seht ihr auch nochmal, was ihr an Erfahrungspunkten bekommt. Bisschen Dilithium gibt es auch nochmal. Hier steht auch nochmal, dass es eine Rarity ist und dass es ein 4-Stunden-Auftrag ist. Was wollen wir denn bitte schön mehr? Um diese Aufträge zu machen, brauchen wir bestimmte Materialien und bestimmte Voraussetzungen. Die sind auch hier aufgelistet und zwar sind das hier die Auftragsketten, die dann sagen von Stufe 1 bis Stufe 7, wie lange sie dauern, was für Offiziere wir brauchen, um sie zu starten und welche Materialien wir dementsprechend brauchen, zusätzlich, um diese Aufträge starten zu können. Am Schluss ist es wirklich nur noch 15 Minuten Auftrag, wo denn garantiert der blaue DO rauskommt.
Studio unten auch nochmal. Und beim kritischen Erfolg bei Wiederholungsaufträgen, wie gesagt, der lilane. Die Links werde ich euch dementsprechend auch einmal zeigen. Hier haben wir nochmal die Assignments an sich selber, wo nochmal alles Wissenswerte dazu drin steht. Alle Assignment Chains, also alle Auftragsketten, die wir im Spiel haben, sind hier aufgeführt. Könnt ihr euch durchklicken, es steht überall drin, wo sie zu finden sind, in welchen Sektorbereichen. Sie sind nicht immer alle da, so wie bei den Nebelaufträgen, sind sie auch nicht immer alle da. Es kann sein, dass ihr irgendwo hinfliegt und sagt, Mist, ich wollte doch die Auftragskette haben für den kardianischen Dingsbums-Auftrag. Nee, gibt's nicht. Müssen wir halt irgendwie gucken, wann ist der nächste Reload des DO-Auftragssystems. Alle 4 Stunden gucken wir, sehen wir in unserer Übersicht, zeige ich euch gleich nochmal. Da müssen wir dann halt leider nochmal hinfliegen. Aber auch das ist Spaß am Spiel, um zu gucken, okay, wann finde ich denn wo welche Auftragskette oder welchen besonderen Auftrag, wo ich was Schönes rausbekomme, was ich gerne hätte. Diese ganzen Sachen könnt ihr euch ein bisschen einfacher machen. Und zwar, indem ihr euch eine tolle Sache zu nutzen macht, die ein Spieler entworfen hat. Und zwar unseren DOF-Tracker. Dieses DOF-Doc-System ist schon relativ alt, habe ich am Anfang, wie ich angefangen habe zu spielen, relativ zügig gefunden. 2012 war es. Es ist eine wunderschöne Übersicht, wo Spieler in ein Datasheet eintragen, wo gerade welche Auftragskette zu finden ist oder welcher besondere Auftrag zu finden ist. Das ist jetzt hier die Startseite, wo ihr euch die verschiedenen Viewgrids anschauen könnt. Ihr könnt auch euch euren eigenen DOF-Tracker machen, wo ihr eine riesige Liste habt, wo ihr eure Charakter eintragen könnt, wann das letzte Mal welcher Auftrag wo erschienen ist. Das ist also ein riesiger Aufwand. Ich persönlich habe es nie getan. Manche stehen da total drauf, von daher tobt euch aus, wenn ihr das möchtet. Was passiert, wenn wir hier auf diese Screens draufschicken? Wir bekommen diese Übersicht. Und hier sieht man schon, was ganz oben steht, nämlich die Föderations- und auch die Klingonen-Auftragsketten der verschiedenen Nebel. Jetzt ist hier gerade aktuell nichts eingetragen. Ich muss mal gerade aktualisieren, ob hier irgendjemand was hinterlegt hat. Ist jetzt natürlich nichts. Natürlich ein bisschen suboptimal, um euch das jetzt auch zu zeigen. Leider ist dieser Datasheet ein bisschen ausgestorben, in Anführungsstrichen, weil halt relativ viele Spieler aufgehört haben, die dieses System gepflegt haben. Es gibt in-game 2 Kanäle, einmal in DOF-Calls und einmal Editor-Talk, glaube ich, oder sowas heißt der, wo ihr den ihr abonnieren könnt, jederzeit, wo denn verschiedene Spieler dann immer reinschreiben, wo gerade welcher Auftrag zu finden ist. Gleichzeitig tragen diese Spieler das in diese Aufträge, in diese Datasheets ja noch ein. Wenn ihr das auch eintragen möchtet, müsst ihr hier auf Editor drauf gehen, auf den Link hier, müsst dort einmal beantragen, dass ihr als Editor freigeschaltet werdet und dann bekommt ihr einen besonderen Link für diesen Editor und könnt dann hier, was aktuell ja nicht geht, in diese Rubriken eintragen, wenn gerade irgendwo was ist. Hier unten sind noch verschiedene andere Funktionen, könnt ihr euch nochmal das so gut durchschauen. Das Ding ist eigentlich immer relativ viel Gold wert gewesen. Es ist leider, wie gesagt, ein bisschen eingeschlafen. Ich hoffe, ich kann dazu beitragen, dass es wieder ein bisschen mehr auflebt, weil es ist wirklich eine wunderschöne Tabelle, wo man wirklich sieht, okay, wo sehe ich gerade welche Asylum-Aufträge, wo sehe ich gerade welche Kettenaufträge, wo sehe ich gerade, wo es irgendwelche besonderen Materialien gibt, etc. etc. Alles das kann man hier schön eintragen und sieht es denn in einer wunderschönen Übersicht, wo allen mitgeholfen ist. Am Schluss haben wir hier noch diesen DOF-Tracker, was ich eben schon erwähnte, den ihr hier vorne auch anwählen könnt. Hier könnt ihr euch euer eigenes Datasheet sozusagen erstellen für eure Charaktere. Ist hier auch alles wirklich Step für Step erklärt, wie ihr eure Charaktere hier mit den verschiedenen Sachen importiert, wo welcher DO ist, was ihr eventuell schon habt oder noch nicht habt, welche Auftragsketten schon erledigt sind und welche nicht. Das ist alles nicht wirklich wenig. Wie gesagt, das ist zeitintensiv, man muss sich damit auseinandersetzen und man muss auch leider Englisch können, weil der Entwickler halt, ich glaube, es ist, nee, ich sage jetzt nichts, ich meine aber, ich glaube, es ist ein Ami. Von daher ist es relativ umfangreich und alles halt auf Englisch. Den Link zu der Hauptseite hier werde ich auch noch mit reinsetzen unter das Video. Von hier aus kommt ihr auf die ganzen anderen verschiedenen Seiten, die hier schon sind. Und auch die Auftragsketten werde ich euch mit reinsetzen. Und damit gehen wir auch schon mal wieder zurück ins Spiel. Und da sind wir wieder im Spiel, stehen nach wie vor im vulkanischen Sektor am Delta Polaris Nebel. Wie gerade schon gesagt, hier seht ihr die Zeit, wann
das Update des Sektorraums ist, und zwar aktuell noch 2 Stunden 21 Minuten, dann wird die aktuelle Karte zurückgesetzt und das sind immer alle 4 Stunden passiert das. Und dazu haben wir das Board-Update, das heißt, was persönlich und was hier in dem hinteren Bereich bei den Abteilungen stattfindet, das ist alle Stunde, ist jetzt hier dementsprechend noch 38 Minuten verbleibend mit den Aufträgen, die hier hinterlegt sind. Was ich jetzt einmal noch machen möchte, ist, da wir mit den Aufträgen an sich durch sind, euch einmal kurz zeigen, nochmal hier im Spiel, wo die verschiedenen Nebel sind. Hier unten angefangen halt mit dem Eridon. Dann ist hier unten noch einer ein bisschen versteckt. Im klingonischen Bereich könnt ihr mittlerweile ja alles durchfliegen, komplett auf der Karte. Oder ihr nehmt euch einfach die Karte zur Hilfe, die ich euch hier unten mit verlinkt habe, wie gerade schon versprochen. Auf der Galaxiekarte kann man das auch ganz schön sehen, weil die Nebel immer besonders eingezeichnet sind, halt mit diesem Symbol der Nebel. Hier hinten haben wir auch noch welche. Was ich jetzt einmal machen möchte, ist einmal kurz auf den klingonischen Charakter wechseln, weil wir hier noch eine besondere Möglichkeit haben, ganz viel Energy Credits, ganz viel Gefangene zu machen. Zwar klingonische Gefangene, die uns ganz schön viel Delitium bringen und ganz viel Material entgeben. Von daher locke ich jetzt einmal kurz um auf den klingonischen Charakter und zipp! Und schon sind wir bei den Klingonen angekommen. Die Klingonen haben einen riesigen Vorteil, wenn es um DO-Aufträge geht. Und zwar den Vorteil des Überfalls. Genau. Und zwar, wenn wir auf unsere Übersicht schauen, haben wir hier diese, nicht Diplomatie, sondern Plünderabteilung. Plünder? Wieso? Warum? Ganz einfach, Klingonen stammt noch von den Urzeiten her, sind halt nach wie vor ein bisschen die Bösewichte, was das DO-System angeht. Und zwar haben sie dort einen riesigen Vorteil durch, dass sie Frachter überfallen können, irgendwelche Außenposten überfallen können. Und wenn wir uns jetzt mal die DO-Aufträge anschauen, ich gehe es mal absichtlich schon in die abgeschlossenen, seht ihr, dass ich jetzt 23 Aufträge abgeschlossen habe. 2 sind noch in Arbeit, das sind sicherlich genau noch welche, die ein paar auf die Fresse gekriegt haben, die sind jetzt auf der Krankenstation. Das heißt, ich habe hier DO-Aufträge, und wenn man so durchguckt, was wir hier gerade alles so bekommen, ist das echt viel, wiederum für relativ wenig Aufwand. Und zwar kriege ich hier 3 Schmuggelware, man merke, 5 Schmuggelware, 2000 Dilithiumerz. Dazu kriege ich Antriebe, Deflektor, medizinische Vorräte, astronomische Wassereinrichtung, EP ohne Ende, wieder Dilithium und Energy Credits und Erfahrungspunkte und nochmal EP und nochmal Dilithium für einen Auftrag. Und davon, wenn ich jetzt mal ein bisschen runterscrolle, habe ich ein paar gemacht. Wie finde ich diese Aufträge? Ganz einfach, indem ich, wenn ich jetzt auf meine Übersichtskarte gehe, hier oben in den Sektorräumen diese Plünderaufträge mir anschaue. Aktuell sind jetzt hier gerade keine, weil die alle einen Cooldown haben von einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht genau welchen. Wenn ich aber unter Abteilung gehe und unter Erster Offizier erscheinen immer diese Plünderaufträge. Hier runter scrollen, sieht man wieder, hier ist wieder einer. Durchforsten eines Wracks. Was gibt mir das? Wieder irgendwas Besonderes? Und zwar nämlich ein Teil hiervon, 6 Teile davon, 5 Teile davon. Was? Weiß man jetzt nicht, ist aber auch egal. Beim einfachen Erfolg gibt es das, beim kritischen Erfolg gibt es nochmal 50% mindestens obendrauf. Plus Erfahrung, plus Dilithium. Was wollen wir mehr? Das heißt, wir bekommen ganz viel. Wenn ich mal Inventar jetzt mal aufmache, seht ihr, alles was ich jetzt hier drin habe, abgesehen logischerweise von den Brückenoffizieren hier, und meinen anderen Kram, den ich unten jetzt drin habe, aus Quests. Alles, was hier oben drin ist, das hier alles, ist jetzt nur aus DO-Aufträgen. Das euch werden die Materialien hier hinterhergeschmissen, die ihr teilweise auf eurer Basis braucht, für eure gewissen Aufträge braucht, für andere Charaktere. Wenn ich einen neuen Charakter gestartet habe, was sicherlich auch noch nicht der letzte gewesen sein wird, ich habe hier erst 17, kriegt eigentlich jeder meiner Charaktere, wenn ich hier mal auf den Replikator gehe, alles was hier an Waren drin ist, hat mein Klingone massenweise auf deiner Bank oder wie hier im Inventar, weil die Bank voll ist, und er bekommt, kommt jeder neue Charakter, wenn ich ihn erstellt habe, immer einen Stapel von je 200 Stück rübergeschoben.
ob es über die Accountbank oder per Post ist, ist es vollkommen egal, rüberschieben. Den Rest immer mal wieder gucken, ein bisschen was verkaufen im Auktionshaus, wird es günstig gehandelt. Ja, es ist günstig. Manchmal ist es auch günstiger, es einfach zum NPC zu bringen. Aber vollkommen egal. Alleine die Materialien, die hier sind, die euren anderen Charakteren geben könnt, müsst ihr erstmal nicht kaufen. Und zweitens bekommt ihr noch ganz viele andere Sachen, wie hier eben auch schon gesehen, die ganzen anderen Deflektorschilde, andere Waffen. Manchmal ist was ganz Interessantes dabei. Hier jetzt nichts wirklich Interessantes. Aber in den anderen Bereichen ist es teilweise so, dass ihr dann mal auch eine blaue Strahlenbank mit Crit D mal 2 oder sowas bekommt. Oder einen tollen Turm mit keiner anderen was für Werten. Es sind manchmal nicht richtig wertvolle Items dabei, die man vielleicht auch mal verkaufen kann im Auktionshaus. Nicht zu verachten, und es bringt verdammt viel Energy Credits. Das heißt, ich kann jetzt, will jetzt meine 23 Aufträge hier gar nicht abgeben, weil mein Inventar ja schon wieder fast voll ist. Ich will das jetzt hier nicht alles zumüllen, weil ich noch nicht sortiert habe. Das heißt, ich muss jetzt hier oben erstmal wieder das Zeug alles verkaufen. Und in der Regel gehe ich eigentlich alle 2 Tage zum NPC und verkaufe nur diese Antriebeschilde und irgendwelche Waffen, die keiner mehr braucht, aus diesen Deo-Aufträgen. Und habe eigentlich immer 250.000 Energy Credits für nichts tun. Einmal durch die Sektoren kurz durch und das Thema ist erledigt. Wo gibt es die besten Plünderaufträge? Ich bin jetzt hier aktuell im Alpha-Quadrant und das ist auch für mich nach wie vor der ergiebigste. Und zwar stehe ich mit meinem Klingon immer auf Deep Space Nine. Und, so, warte mal, kurz das hier zumachen. Stehe ich auf Deep Space Nine und starte von dort aus meine Tour. Das heißt, ich gehe hier in den Raum, respawne hier dementsprechend zwischen Deep Space Nine und Bajor. Hier ist die erste Auftragskette, die wir haben, wenn wir wissen von dem Plan, wo die Aufträge der Dienstoffiziere in den Sektoren verteilt sind, ist das ja hier der Sektorbereich. Stehe ich hier, fliege ich hier mal kurz rüber und dann einmal kurz hier runter. Warum? Weil sich hier drinnen einmal die persönlichen Dienstoffiziere Aufträge ändern und hier unten drunter die allgemeinen. Das zeige ich euch jetzt einmal kurz, indem wir nochmal kurz auf die Übersichtsseite gehen. Sieht man jetzt hier, dass nichts Besonderes ist. Und bei der Abteilung und der erste Offizier, das sind die beiden Sparten, die ihr nur braucht, ist bis auf den einen Auftrag jetzt auch nichts Besonderes mehr mit Plündern zu finden, weil ich die gerade gestern gemacht habe. So, jetzt schauen wir auf unsere Karte. Karte. Und gehen jetzt einmal ein bisschen hier rüber und fliegen mal los. Wenn ich das jetzt hier mal offen lasse, können wir sehen, dem Augenblick, wo die Sektorkarte ändert, bin ich jetzt hier rüber geflogen, ändert sich hier vorne nichts. Wenn ich aber auf die Abteilung gehe, sieht man, dass ich jetzt hier andere Plünderaufträge habe. Diese 3 alleine bringen schon wieder richtig gut Materialien. Ich gehe wieder zurück zur Übersichtsseite und fliege weiter. Und mache jetzt aber mal kurz den Abstand nach unten. Und fliege in den anderen Sektor. Und schon seht ihr, dem Moment, wo ich die Sektorkarte ändere, zap zap, ändern sich meine Aufträge hier oben drin. Und ich sehe, hier ist jetzt ein Plünderauftrag. Es ist jetzt nicht viel, weil ich hier noch ein paar auf Cooldown habe, die ich gerade erst aktiviert habe in den letzten 2 Tagen. Aber auch wenn ich hier wieder auf die Abteilung oder auf meinen ersten Offizier gehe, mit den Plünderaufträgen seht ihr, sind wieder andere Plünderaufträge hinterlegt. Und das auch nicht wirklich wenig. Die dringen Dinger, wie gesagt, massenweise an Crap-Equip, was ihr zum NPC bringen könnt, plus Dilithium ohne Ende, plus Gefangene ohne Ende. Und was werden wir den ganzen machen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar switche ich jetzt einmal kurz zurück auf DS9. Bis gleich. Ja, und da sind wir schon auf DS9 und laufen hier einmal vom Respawn-Punkt hoch zu unserem tollen Personal, Sicherheitsoffizier. Und zwar steht ja hier einmal der Sicherheitsoffizier der Föderation, wie ich schon vorhin sagte. Agents, der steht auf jeder Sternbasis, wo ihr Schmuggelware tauschen könnt. Der klingonische Sicherheitsoffizier hat aber den Vorteil, dass er neben den Schmuggelware Aufträge noch 2 weitere nicht uninteressante Aufträge uns zur Verfügung stellt, die uns richtig gut was bringen. Und zwar haben wir einmal den Auftrag Tribbelbeute. Tribbelbeute ist eine echt coole Sache. Und zwar bekommt ihr immer spontan für relativ nichts tun, wie immer, Latinum. Und zwar 1000. Und wie bekommt man das? Indem man hier einfach 10 Tribbelkarkassen abgibt. Was sind Tribbelkarkassen? Ganz einfach erklärt. Tribbelkarkassen sind
halt, mal richtigen Knopf drücken. Tribbelkarkassen sind von Kannibalen Tribbel gefressene Artgenossen, nämlich normaler Tribbel. Das heißt, wenn ihr einen Kannibalen Tribbel in meinem Venetar drin habt und einen normalen Tribbel, frisst dieser Kannibalen Tribbel irgendwann euren normalen Tribbel auf und hinterlässt so eine Karkasse. Die könnt ihr hier A10 Stück, weil Klingonen hassen ja Tribbel, eintauschen gegen 1000 Latinum. Coole Sache. Einfach mal so nebenher mitgenommen und ich kann nur jedem empfehlen, Kannibalen-Tribbel immer mindestens einer, zwei Stück im Inventar zu haben, auf jedem Charakter. Weil in dem Augenblick, wo irgendein Bodenfood wie hier droppt und ihr habt irgendeinen Tribbel im Inventar, frisst ihr das Zeug und schon habt ihr irgendwann eine Pest am Hals in eurem Inventar. Die verstopfen euch alles, glaubt's mir. Von daher, in jeder Klinge, jeder Charakter hat so hat Kannibalen-Tribbel bei mir im Inventar. Sollte sich irgendwo ein Tribbel bilden oder irgendwo droppen, ich krieg's nicht mit, dann frisst er den irgendwann auf, dann sammle ich die auf der Accountbank und mein Klingone holt die sich dann regelmäßig ab und gibt die denn hier bei den Aufträgen ab. Das können nur die Klingonen. Föderationscharaktere können das nicht. Gut, ich habe jetzt hier keine drauf, von daher breche ich das wieder ab. Dann gibt es hier noch Übergabegefangene an den Arbeitsabteilungen. Quatsch. Eine Arbeitsbataillon, Gott. Dieser Auftrag benötigt 10 Gefangene. Gefangene bekommt ihr wieder hier durch diese ganzen Aufträge. Da ist wieder, sind wieder 2 Gefangene dabei. Hier unten 3 Gefangene. Denkt dran, mehr als 20 dürft, könnt ihr in eurem Inventar nicht halten. In eurer Mannschaftsübersicht nicht halten. Hier im Arrest. Von daher immer hergehen, 10 Stück abgeben. Was passiert, wenn ich die abgebe? Ich gucke mal gerade, wo der Auftrag ist. Ich hoffe er auch, ist er erfolgreich gewesen ist. Ja, er war erfolgreich. Und zwar sehen wir hier, ich habe 10 Gefangene abgegeben und bekomme 1000 Dilithium-Erz plus Erfahrungspunkte und XP. Ja, hallo. Ich schicke meine Dios los. Die machen Gefangene, bringen Materialien mit, kriege ich Energy Credits für, Erfahrungspunkte für. Die Gefangene gebe ich ab, kriege ich wieder 1000 Dilithium-Erz dafür und EP schon wieder oben drauf. Was will ich denn bitte schön mehr? Ganz einfache Sache. Auch das können nur die Klingonen machen. Hier können logischerweise auch die Gefangenen aus dem Admiralitätssystem, die dort massenweise droppen, eingezahlt werden. Es ist leider nicht immer erfolgreich. Das heißt, das Ding hat eine unterschiedliche Erfolgschance. Das sieht man jetzt hier nicht mehr. Ist schon ausgeblendet. Diesmal hatte ich Glück. Ich sage aber so im Schnitt, jeder dritte Auftrag wird was. Teilweise auch mit einem kritischen Erfolg und dann gibt es anstatt 1000, gibt es halt mal 1500 Dilithium-Erz für nichts tun. Ja, was will ich denn bitte schön mehr? Ja, das war's eigentlich auch schon im Groben und Ganzen. Somit bin ich durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht hier, mein Klingon hat immer relativ viel Dilithium über. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen, Fragen habt, könnt ihr sie gerne unter den Kommentaren hier lassen oder mir persönlich eine Nachricht schreiben. Ich verbleibe bis dahin und wir schreiben, hören und sehen uns beim nächsten Mal. Euer Speedies.